Mit lieben Freunden, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt, der gerade gelernt hat, dass gewinnt nicht nur eine harmlose Spielerei ist, sondern etwas, wofür manche morden. Nun gut, die Faszination selbst hat er ja auch schon kennengelernt. Er ist ja nicht frei von einer kleinen Sucht. Und Soltan hat es wohl auch richtig erwischt. Gut, insofern werden wir uns auch gleich mal mit Soltan treffen, denn es geht um die dritte Karte. Wir wollen mal schauen. Ich vermute mal, dass wir dort auch den Herzog treffen werden. Aber vorher werden wir hier noch mit dem Kneiper sprechen. Du weißt nicht zufällig, wo mein Papagei ist? Es geht um was Schnaps. Was darf's denn sein? Deinesgleichen findest du was gibt's denn? So, was hat er denn hier? Er hat hier ein bisschen was. Wir nehmen Kräuterschnaps. Ich denke dreimal. Wir nehmen unbedingt Alraunlikör, wir nehmen unbedingt Kirschlikör, hervorragend. Okay, das wollten wir haben. Ziemlich streng. Wiedersehen. Am besten machst du im Lachen, hast keinen Ärger. So, und jetzt machen wir uns auf zum Treffpunkt mit Soltan. Aber vorher gibt es noch eine andere Kleinigkeit. Wir wollten ja immer noch zum Rüstungsschmied, wenn ich mich recht entsinne. Dann gehen wir erstmal dorthin. Wir waren ja zuletzt abends da. Da hatte er seinen Laden nicht mehr geöffnet. Ich hoffe, das N ist jetzt anders. Oh, okay. Er ist immer noch nicht da. Das ist schlecht. Pass mal auf, dann nutzen wir die Pause. Wir machen mal hier ein kleines Päuschen und werden mal kurz Alchemie betreiben, denn wir müssten jetzt wieder in der Lage sein, weiße Möwe herzustellen. Das wiederum versetzt uns in die Lage, genau, nämlich hier zweimal Vitriol herzustellen. Einmal. Zweimal. Und das wiederum versetzt uns in die Lage, überlegene Schwalbe jetzt zu haben. Hervorragend. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine substanzielle Verbesserung. Und das Ganze hat ein Stündchen gedauert. Wir haben das hier im Säulengang mal eben angemixt. Und jetzt ist hoffentlich... Ja, er ist da. Hervorragend. Jetzt ist es allerdings so, dass wir... Es geht ja um die Schuhe der Katzenrüstung, der Katzenschuhe. Zeig mal, was du anzubieten hast. Und ich glaube aber, es geht um die verbesserten Schuhe und die wiederum, die können wir auch noch gar nicht tragen. Insofern ist das alles auch gar nicht so eilig. Aber ich denke, wir werden die mal herstellen. Die Markhammerrüstung werden wir verkaufen. Das hier auch. Den Rest behalten wir natürlich. Haben wir unten noch irgendwas angehäuft, was wir nicht benötigen? Das ist okay soweit. So, was wir aber auch verkaufen, sind die Sättel hier, die wir nicht benötigen. Und die Satteltaschen brauchen wir auch nicht. So, gut. Dann würde ich sagen, fragen wir mal. Reparieren brauchen wir, glaube ich, nicht großartig. Naja, machen wir mal schnell, wenn wir schon hier sind. Ist ja keine Schande. So, dann gucken wir mal. Es geht um die Stiefel. Und zwar die... Hatten wir nicht... Warte mal, bin ich jetzt hier... Habe ich das durcheinander gebracht? Wir haben verbesserte Greifenstiefel, verbesserte Wolfstiefel. Sind ja ebenfalls gut. Was wollten wir jetzt eigentlich herstellen? Ich meine 1920. Wahrscheinlich werden wir die Wolfstiefel sowieso demnächst erreichen. Ich hätte schwören können, dass wir die verbesserten Katzenstiefel eigentlich schon herstellen können. Was haben wir hier gerade an? Was ist unsere Ausrüstung? Bis dann. Ich muss das kurz mal prüfen. Bin hier wie durcheinander gekommen. Also wir haben die Katzenstiefel. Wir haben die Katzenhose und da haben wir Katzenhandschuhe und die verbesserte Greifenrüstung. Okay, dann haben wir dreimal die normalen Greifenstiefel und von der Wolfsschule haben wir gar nichts. Das wäre eigentlich das Nächste, was wir herstellen müssten.
Erstklass. Gut. Würdest du mir etwas anfertigen? Okay, das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Also hier haben wir auf jeden Fall verbesserte Katzenhandschuhe. Aber wir haben auch die gesamte Wolfslinie. Und die würde uns auch enorm erstmal jetzt, wenn wir Level 20 haben, weiterhelfen. Insofern sollten wir uns darum kümmern, ja? Also wir brauchen dafür Dunkelstahlbarren. Wir machen das jetzt mal Schritt für Schritt. Ich hoffe, ihr habt da die Geduld für. Handwerk, Zutat, Dunkelstahlbarren wird einmal hergestellt. Dann gehen wir zurück. Und was fehlt uns noch? Gar nichts eigentlich, ne? Okay. Dann haben wir die, so, Hose. Was ist denn da? Haben wir da auch schon die Wolfs, tatsächlich vergessene Wolfshose. Da fehlen uns Lederstücke. Den Rest haben wir. Dann stellen wir Lederstücke her. 1, 2, 3, 4. Habe ich jetzt schon 4? Egal, ich stelle noch einmal vor. Her. So. Vergessene Wolfshose, sehr gut. Dann Oberkörper. Verbesserte haben wir sogar schon. War das eben auch eine verbesserte oder habe ich vergessene? Warte mal. Okay, jetzt wird es ja ganz verrückt. Okay, es gibt jetzt hier eine verbesserte Wolfsrüstung und eine vergessene Wolfsrüstung. Die Voraussetzung für die verbesserte Wolfsrüstung ist die Wolfsrüstung. Puh, jetzt wird es kompliziert. Und hier brauchen wir gegerbtes Drakonidenleder. Davon haben wir bisher nur eins. Und eine Demeritiumplatte. Boah, wie kommen wir jetzt an gegerbtes Drakoniden? Na, wir gucken mal, ob wir das herstellen können. Da fehlen uns Zutaten. Wir brauchen noch 2 Chitinpanzer. Die können wir allerdings kaufen. Dann werden wir das herstellen. Okay. Ups, was habe ich jetzt? Ich habe schon wieder... Okay, das war jetzt Mist. Bin jetzt hier ein bisschen durcheinander gekommen. Okay. Also. So, was fehlt hier noch? Jetzt 2 Demeritiumplatten. Mhm. Handwerkzutat. Demeritiumplatten können wir herstellen. Ja. Und dann haben wir die auch. Und wenn wir dann Level 20 erreicht haben, dann werden wir einmal doch deutlich besser. Das ist doch schön. Gut, dann wird das Ganze hergestellt. Kostet uns auch nochmal 303. Wollen wir aber so haben. Und ich vermute, dass wir auch entsprechende Stiefel benötigen. Genau, und das sind diese hier. Und da brauchen wir jetzt nochmal 3 Lederstücke. Puh, okay. Wahnsinn. Und 1, 2, 3. Okay, so, dann haben wir das Set zusammen. Was ist das hier? Das sind die Glyphen. Okay, alles klar. Auf Wiedersehen. Bis dann. Mal sehen, wann wir dann die Stufe 20 erreicht haben. So, jetzt aber erstmal... Na, ihr werdet nicht rumgehen. Das ist verboten. Sofort aufhören. Ist so leid. Ja, wir gehen jetzt zu Soltan. Der wartet hier schon auf uns. Brauchst du etwas, Meister? Da steht er. Hey, ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalies Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Können wir ihm die Karte nicht einfach abkaufen? Wäre das nicht unkomplizierter? Wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mich nach Porvis absetzen. Cäsar würde Fringilla außerdem niemals verkaufen. Aber keine Sorge, er wird schon nicht zu schlecht wegkommen. Ich habe eine Flasche Mahakama-Schnaps für ihn. Der feinste Geschmack der Heimat ist einem Exilanten doch mehr wert als eine blöde Karte. Sagtest du nicht, Cäsar trinke nicht? Nein, ich sagte, man könne nicht mit ihm trinken, weil er sein Haus kaum noch verlässt. Da kann man ihn außerdem abfüllen wie eine Priesterin.
Nach 3 Runden können wir bestimmt mit dem kompletten Kabinett rausmarschieren und dabei 3 Jungfrauen von Vico Varro schmettern. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon? Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Vielleicht auch mit beidem? Chiwai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Klar. Ja, neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein. Okay. So weit, so einfach. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also unlang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Beschissen. Also gut. Schnappt eure Ruten. Wir gehen zum Ponta. Was? Das Gelaber lasse ich nicht so stehen. Nicht in meinem Haus. Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kermohen? Oh mein Gott, das scheint sich hier noch hinzuziehen. Bomben wäre eine witzige Antwort. Ich glaube, das machen wir mal. Er gibt ja so Sprengstoff. Fischen? Bomben. Was? Wie? Dynamitfischen. Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Okay, das ist die Gelegenheit, sich hier abzusetzen. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist? So, ist das sein Kabinett hier? Ja, okay. Sieht erstmal unspektakulär aus. Was ist das? Zwergenschnaps. Nehmen wir mal mit, vielleicht ist das wichtig. Was ist hier, ein Messer? Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Ah. Die Schublade ist offen. Ein dreieckiger Schlüssel. So, wo mag der wohl passen? Hier. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Na dann. Es geht weiter hoch. Hier ist das eigentliche Kabinett. Uiuiuiuiui. Was haben wir denn hier für feine Sachen? Haben wir Zeit, uns das alles anzugucken? Tafelgeschirr, von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Das ist einfach zu interessant. Dolch des Wattier de Rideau. Nee, wir werden hier nicht unnötig was klauen. Assir war Anahits Halskette. Ob die echt ist?
Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Das ist schon beeindruckend. Joachim de Wetz Schädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Oha. Henkerseil des Stefan Skellen. Ja. Figur aus dem Buch. Aus der Romanreihe. Und hier haben wir die Karte. Fringilla. Ah, hier ist Fringilla. So, ich bin mal gespannt, ob wir so aus der Nummer rauskommen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre doch zu einfach. Vor allem... Naja, mal sehen. Hast du da? Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal! Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Was ist hier los? Nee. Ich meinte, mit Hacker wollen wir uns jetzt hier auch noch verderben, aber das geht so nicht. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Verfluchte Hurensöhne! Und wenn ich einen Hexer als Schulden ein... Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Na, ob das nochmal auf uns zurückfällt? Aber ich konnte dir jetzt einfach nicht den Typen hinterlassen. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Tja, und nun? Ich habe mir oben Cäsars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir, Joachim de Wetz Schädel, Wathier de Rideaus Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Ach, wenn du meinst. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's. Okay. Aber ich vermute, dass der Herzog uns auch noch mal austauscht. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Das macht mir meine Frau. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Warte mal, der Herzog ist auf diese harte Tour hinter den... Ich kann kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Hinter den Karten her und jetzt... Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Das funktioniert doch niemals. Los auf! Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt.
Jagt dem Hurensohn nach! Ich kümmere mich um die anderen! Jetzt geht's rum! Links! Links! Okay. Wir können die nicht umbringen! Dann verfolgen wir mal den Herzog. Wo ist der hin? Nach oben? Ja. Geralt, kannst du da mal hoch... Okay. Er kann nicht... Der Fuchs ist da lang! Hurenvorn hat mir einen Fahnen raufgeflogen. Es gibt kein Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen. Genau. So, wo ist er? Da hinten. Jetzt sehe ich ihn endlich. Und durch. Und weiter. Abgeschlossen? Verdammt. Ah! Ist er hoch? Ist er runter? Ich glaube, er ist... Oh, ich glaube, er ist runter, ne? Okay, haben wir ihn verloren. Oh Gott, geht das hier immer noch weiter runter? Ja, wir machen mal die schnelle Version. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Geralt? Ja. Halt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist er jetzt hier? Ja. Durch die Kanalisation? Da ist er. Okay. Ernsthaft? Oh mein Gott. Alles klar. Wir kommen hier nicht einfach durch. Das wird ein bisschen mühsamer. Da ist er. Auch hier kommen wir nicht durch. Okay. Jawohl. So, dann... Das war nichts. Das war's. So ein paar Trunken halten uns doch nicht auf. Wir laufen weiter. Was ist das für ein Toter? Keine Ahnung. Da ist er! Oh, okay. Er hatte doch mehr Probleme mit den Ertrunkenen, wie es aussieht. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Ja, du kannst gehen. Falls du kannst. Welche Chancen habe ich mit diesen Wunden? Keine großen. Bis dann. Eben. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Ach, ich hätte mitgehen sollen. Du weißt doch, dass er es auf mich abgesehen hat. Jetzt ist er sicher doppelt entschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, er wechselt die Branche. Wenn er es lebendig da rausschafft. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Warte mal kurz. Er hat jetzt ja beides, ne? Okay, das ist natürlich jetzt für ihn eine super Situation. Er hat die Karten und das Geld. Und wir nehmen natürlich die Karten. Oh mein Gott. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Okay. Ja, sehr schön. Damit haben wir 3 schnucklige Karten bekommen. Fringilla, Johann Natales und Isengrim. Wir gucken uns das mal an. Ja, wo finden wir die jetzt natürlich? Ich glaube... Goyatel ist Isengrim, ja. Mit
10er. Oh, die ist ja wirklich stark. Sehr schön. So, dann haben wir hier Fringilla, eine 6er Fernkampf. Die ist nun nicht so stark. Okay. Und war das andere eine Monsterkarte? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, die dritte finde ich jetzt nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir sie. Und ich bin geneigt, vielleicht... Ah, hier, Johann Natal ist alles klar, da. Bei den nördlichen Königreichen eine 10er Heldenkarte. Okay, das ist natürlich eine schöne Verbesserung. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Wesemir raus und bringen Johann Natales hier rein. Und dann würde ich gerne Folgendes machen. Jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind. Wir wollten ja noch mit Dijkstra spielen. Besiege Dijkstra. Und da fühle ich mich jetzt gerüstet für. Ich denke, damit könnten wir diese Folge hier abschließen. Aha, wir sind da jetzt. Ja, okay. Dann machen wir uns da mal auf den Weg. Hey, Halsabschneider! Naja, ist ja gut. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Arme mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können. Das verdirbt ihren Geist. Das Feuer wird sie alle reinigen. Ist die Frage, wie es überhaupt da weitergeht. Warte mal. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Denn da geht es ja immer noch um die Geschichte dieser Mordanschlag, nicht wahr? So, ich habe ganz vergessen, wo wir da lang müssen. Ich glaube, hier, oder? Nee. Warte mal, wo ist er denn jetzt hier? Genau, wir müssen... Ach so, da hoch und dann links und dahin. Ja, alles klar. Jetzt war sie wieder. Ich hatte als Leprakranke ein gutes Eingriff. Begrab mich mit einem Fassbier, einen Humpen in der Hand und singt an meinem Grab. Ja, wir haben ja Taler gefunden. Das war ja sozusagen die Entwicklung. Und... Nein, nein. Ich gehe mal davon aus, dass Taler... sich jetzt auch zu Dijkstra begeben hat. Insofern müsste doch diese Geschichte irgendwie weitergehen. Ne? Das ist sowieso nochmal interessant. Ein Grund mehr, mal hier aufzutauchen. So, na, Happen. Happen hat nichts zu sagen. Okay, Dijkstra ist alleine. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? So. Okay, wir können eine neue Frage stellen. Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. Nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Radovid kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Radovid auf dem Thron sitzt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihm das wirklich abnehme, dieser Idealismus. Aber vielleicht tickt er ja wirklich so, ne? Also was er bisher alles gesagt und getan hat, lässt das glaubwürdig erscheinen. So, jetzt aber diese erwähnte Partie Gwint. Schon mal Gwint gespielt? Aber ja, Gwint ist die Politik. Nur ehrlicher. Wie wär's mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Na klar. Ja, spielen wir. So, weil das wieder eine Quest ist, werden wir wieder mit unserem besten Blatt spielen. Das ist dieses hier. Jetzt ja auch noch verstärkt um eine weitere gute Karte. So, er spielt natürlich auch mit den nördlichen Königreichen. Sehr schön. Find es gut, verbrennen auch kleine Kälte. Ja, können wir mal behalten. Horn auch schon. Wir haben ihn persönlich hier dabei. Ganz cool. Triborg, den werde ich mal austauschen. Rittersporn. Ja, okay. Den Rest lassen wir mal drin. Dann wollen wir mal sehen. So, dann werden wir hier mal mit den Spionen starten.
Ja, das passt doch gut. Er nimmt das mit einer Finte auf. Das ist okay soweit. Wir müssen jetzt das Risiko eingehen, ihn zu spielen, meines Erachtens. Weil ansonsten kriegen wir mit dem nächsten Spiel und möglicherweise noch eine Karte. Und das wollen wir nicht. Kann aber sein, dass er dann Verbrennen nutzt. Aber ich denke, in der Abwägung dennoch sinnvoll. Ja, okay, er nutzt Verbrennen. Naja, gut. Ja, eine 12er Karte weg. Ja, ich hätte den Spion... Na gut, dann ist halt die Frage, was man dann zieht, ne? So, jetzt spielt er Dijkstra. Den holen wir uns. Ja, das Spielchen können wir noch ein bisschen weiter treiben. Habe ich nichts dagegen. Sehr gut. Die nächste Fit. Es sieht so aus, als ob wir ein relativ ähnliches Blatt haben. Ein harter Schlagabtausch. Rittersporn. Ja, okay. Da können wir dann zum Beispiel schon mal die Kälte bringen. Das triggert dann vielleicht die Fähigkeit. Ist aber okay. Okay, jetzt stehen wir hier sehr, sehr gut da. Die Frage ist, ob wir die Kälte bringen wollen. Warte mal, das ist Nahkampf, das ist Fernkampf. Wenn wir Kälte bringen wollen, ist Nahkampf natürlich nicht so tolle. Oh, warte mal, das ist ja hier super. Wir können ihn spielen. Ja, dann werden die beiden Zehner gekillt. Das ist mir fast, das ist fast noch besser als Schnee. Jawohl. Schöner Einsatz der Karte, würde ich sagen. Okay, er kommt nochmal ein Dijkstra. Das sehe ich nicht so gerne. Hat jetzt, na gut, wir haben immer noch 12 R10, das ist in Ordnung. Gut, dann spielen wir jetzt dann doch die Nahkampfreihe. Dann werden wir jetzt nicht das hier spielen. Wir, ja. Ja. Ja, ja, ja. Die Frage ist... Na gut, wir machen das mal. Ah, okay. Er spielt die klirrende Kälte. Ja, dann triggert das natürlich... Das ist jetzt eine miese Nummer, aber ich glaube, wir müssen jetzt gutes Wetter machen, oder? Ja. Gut, also ich gehe davon aus, dass er nicht nochmal Schnee hat. Und auch nicht nochmal verbrennen. Doch! Oh nein! Oh Gott! Damit hätte ich jetzt nur absolut nicht gerechnet. Wie blöd ist das denn jetzt? Oh nein. Oh, das ist ja richtig doof gelaufen. Geahnt. Gut. Dann werden wir das Katapult noch spielen, werden die Runde gewinnen. Kriegen noch eine Karte, haben immer noch zwei Karten Vorteil. Das ist schon in Ordnung. Zweimal verbrennen. Boah. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass er nicht dreimal verbrennen hat. Leider. Also jetzt wäre vielleicht der Moment, wo unser Verbrennen zumindest noch eine Karte von ihm auslöscht. Es ist vielleicht nicht schlecht, das jetzt zu bringen. Ich mach's einfach.
Weil ab jetzt kommen dann nur noch die hohen Karten. Ja, zum Beispiel die Achter. Genau, jetzt hätten wir verbrennen. Hätten wir jetzt auch noch... Nee, hätten wir nicht spielen können, weil wir eine andere Karte gespielt hätten. Insofern war das eine gute Entscheidung. So, er noch mit 4 Karten. Oh nein, 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 das darf doch nicht sein. Er hat echt die passende Wetterkarte dabei. Ey, ist ja unglaublich. Boah, und er kann sogar noch eine reinholen. Ey, ich fasse es nicht. Na gut, okay. Die kann uns ja dann auch nochmal nützen. Das ist gut. Da hat er für uns die richtige Karte reingespielt. Ja, zumal wir jetzt hier mit Schnee noch punkten können. Und wenn der Schnee dann aufhebt, dann ist der Nebel auch wieder weg. Ja, wir sind wieder im Spiel, Leute. Hervorragend. Ja, jetzt macht er gutes Wetter. Hä? Sogar bevor... Hä? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Er wollte jetzt Zeit schinden, aber... Okay, das ist jetzt richtig dämlich gewesen. Jetzt haben wir es gewonnen, denke ich. Jetzt kann uns hier nichts mehr passieren. Ja. Na, was ist seine letzte Karte? Ha, nochmal gutes Wetter, okay. Sehr schön. Ja gut, jetzt könnten wir den Schnee noch ausspielen. Ja kommt, jetzt ziehen wir es mal durch. Wir haben schöne Karten jetzt noch. Wunderbar, das geht noch hübsch runter. Wir können den noch spielen. Und kriegen hier 90 und siegen mit 114 gegen 21. Super. Nicht übel. Estera Thyssen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Danke. Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Der hat eine hervorragende Karte. Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barackensiedlung der Skoyatel. Aha. Sehr schöne Information. Estera Thyssen. Okay. Sehr gut. Gucken wir uns an. Könnte auch nördlich Königreich sein, oder? Ja, nochmal. Ah ja, die hatte er auch im Blatt. Sehr schön. Nochmal eine starke Nahkampfkarte. Ja, da haben wir jetzt gar keine, die wir zumindest im Nahkampf sinnvoll austauschen könnten. Dann werde ich tatsächlich hier eines der schwachen Katapulte rausnehmen. Eine Ballista und dafür Estera Thyssen mit reinnehmen. Der Nachteil von denen ist natürlich... Ja, nee. Ich glaube, insgesamt haben die schon mehr Vorteil als Nachteil, diese Heldenkarten. Aber sie sind, glaube ich, von Effekten nicht betroffen, ne? Also ich glaube, das Verdoppeln funktioniert bei denen nicht. Das Horn oder ähnliches. Aber es ist dennoch gut, weil Wetter bei denen eben auch nicht funktioniert. Ja, sehr schön. Schöne Verbesserung. Und wisst ihr, was ich jetzt zum Schluss nochmal mache? Wir gucken kurz nochmal in unser Buch, wie viele Karten uns eigentlich... insgesamt noch fehlen. So, welches Buch ist es denn eigentlich? Wir haben so viele Questbücher schon. Muss ich mir mal merken, wie es aussieht. Ah, ich glaube, das hier, ja. Das ist relativ eindeutig. Okay, Novigrad. Gibt es noch 11 spezielle Karten? Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf gewonnen werden können, die sind auch noch 19. Ja, okay. Wir kommen voran und wählen auch noch eine besondere Karte. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich denke, da gehen wir aber erstmal der Geschichte nach, bei Madame Irina uns ein Schwert zu leihen, um diesen merkwürdigen Rittersporn-Plan irgendwie umzusetzen. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.